Im letzten Vlog hatte ich schon erzählt, dass ich ein ganz klassisches Unpacking-Video für euch machen werde. Das sind die drei Pakete. Wir haben hier einmal Spielzeug, was zu essen und Bücher. Los geht's. So ihr Lieben, also nochmal herzlich willkommen zu diesem ganz klassischen Unpacking-Video. Ich habe hier drei Pakete und ich würde sagen, wir starten einfach mal und wir starten mit dem Essen. Und zwar ist das Paket von Pumpkin Organics. Und das, was hier drauf steht, ist so super, super süß. Wir haben so viel Gemüse wie möglich und so wenig Fruchtzucker wie nötig in dein Paket gepackt. Und zwar haben wir hier von Pumpkin Organics nämlich ganz, ganz viele Quetschies in diesem Paket. Und die habe ich tatsächlich so im normalen Supermarkt oder so noch nie gesehen. Der Quetschi ist jetzt hier mit Apfel, grüne Bohne, Spinat und Kiwi. 57% Gemüse und 43% Früchte. Ohne Zuckerzusatz, ohne Zusatzstoffe, enthält von Natur aus Zucker. Und die sind halt auch so super süß gestaltet. Ich zeige euch mal, was es noch so für Sorten gibt. Das ist jetzt Karotte, Birne, Spinat, Trockenpflaume und Erbsen. Und hier sind sogar 64% Gemüse drin. Dann haben wir das hier. Karotte, Birne, Süßkartoffel und Brokkoli. Die sind so ab dem 6. Monat. Süßkartoffel, Apfel, Spinat, Mais und Erbsen. Kürbis, Süßkartoffel, Birne, Banane und Blaubeere. Auch super cool zusammengestellt so. Das ist jetzt hier Banane, Karotte, Brokkoli, Quinoa und Blaubeere. Ist übrigens auch alles vegetarisch. Karotte, Apfel, Spinat und Linsen. Und man hat ja tatsächlich das Problem, oder jedenfalls bei uns ist das so, dass die Kinder, also Obst bekomme ich in die Reihen. Das ist überhaupt kein Problem. Obst essen die super gerne. Und bei Gemüse sind es so, die haben spezielle Sorten, die sie schon sehr gerne essen. Also bei Gemüse geht halt immer Gurke, Mais, Tomaten, Paprika ist auch kein Problem. Spinat, nur wenn sie Lust drauf haben zum Beispiel. Karotte geht auch noch. Linsen wäre zum Beispiel was eher Schwierigeres. Brokkoli auch. Und deswegen bin ich mal super gespannt, was die zu den Quetschis sagen werden, wie die so finden werden. Ich werde auch mal kosten. Aber finde ich eine super gute Alternative. Und ist natürlich auch so, wenn man sich mal ein bisschen näher damit auseinandergesetzt hat, wie viel Fruchtzucker, wie viel Zucker in Lebensmitteln ist, das ist schon krass. Habt ihr einfach mal nur so spaßeshalber geschaut, wie viel Zucker in Ketchup ist? Deswegen mache ich Ketchup zum Beispiel nur noch selber. Oder so. In Dosengemüse ist ja zum Beispiel auch Zucker drin. Also kaufe ich zum Beispiel nur noch das Gemüse tiefgefroren aus den Beuteln, weil da wesentlich weniger Zucker drin ist als in den Dosen zum Beispiel. Einfach mal so spaßeshalber vielleicht mal ein bisschen drauf mit achten. Und die schreiben ja auch so schön, die gemüsige Entdeckerreise für dein Baby. Unser Ziel ist es, früh gesunde Essgewohnheiten deines Babys zu unterstützen. Unsere Quetschis enthalten unterschiedliche Geschmäcker, Texturen und Gerüche. Dein Baby erlebt sein Essen mit all seinen Sinnen und entdeckt so seine Liebe zu Gemüse auf bewusste Art. Finde ich schön. Vom Garten in den Quetschi schmeckt so gut wie selbstgemacht. Super, super schön. Und das Schöne finde ich halt, dass da auch wirklich viel, viel, viel Gemüse mit drin ist. Nicht so wie in den anderen Quetschis, die man halt so kaufen kann. Und dann gibt es hier auch noch eine coole Aktion. Also wenn man dann seine Quetschis halt ausgetrunken hat, schmeißt man die nicht weg, sondern hebt die auf. Und wenn man dann 50 Stück zusammen hat, bekommt man ein Rücksendeetikett zugeschickt. Und dann geht das auf Retoure. Und hier gibt es auch Zero Waste Boxen von TerraCycle. Dort kann man auch seine leeren Quetschis darin sammeln. Also was gäbe es jetzt bei uns zum Beispiel nicht. Und deine leeren Quetschis werden zu 100% wiederverwertet. TerraCycle schenkt ihnen ein neues Leben, ein zweites Leben, Spielzeuge, Gießkannen und vieles mehr. Finde ich richtig, richtig cool. Das ist so ein Produkt, was von vorne bis hinten durchdacht ist,
und stimmig ist. Also super schön. Also ich weiß, dass es solche Boxen bei uns zum Sammeln nicht gibt. Aber man kann ja einfach die 50 Quetschis sammeln und dann werden die halt wiederverwertet. Richtig, richtig cool. Das war Paket Nummer 1 und wir machen jetzt weiter mit dem riesengroßen Buchpaket. Alle Bücher, die ich euch jetzt zeigen werde, sind aus dem Verlag Ars Edition und ich werde die euch alle unten in der Infobox verlinken, so wie ich euch auch alle anderen Sachen unten in der Infobox verlinken werde. Und da sind jetzt schon ganz, ganz viele Sachen dabei für die Geburtstage und für Ostern und auch so für zwischendrin. Da werde ich aber dann noch was dazu sagen, wenn ich das jeweilige Buch in der Hand habe. Zu diesem Buch möchte ich gar nicht so viel sagen, weil dazu mache ich nochmal ein ausführliches Video. Das ist Das Leben ist jetzt, 30 Tage Glückschallenge. Finde ich richtig, richtig cool. Das Geheimnis eines glücklichen Lebens im Hier und Jetzt leben. Dieser 30-Tage-Challenge zeigt dir, wie du in 30 einfachen Schritten Achtsamkeit für den Augenblick erlernen kannst. Also auf die Plätze, fertig, los. Aber dazu mache ich nochmal ein extra Video und da gibt es dann auch ein Exemplar für euch zu gewinnen. Deswegen sage ich jetzt dazu noch nicht so viel. Wir starten einfach mal mit diesem Buch hier. Als Larsson das Glück wiederfand. Von Martin Wittmark und Emilia. Den Namen kann ich nicht aussprechen. Der alte Larsson lebt nach dem Tod seiner Frau ganz einsam in seinem großen Haus. Eines Abends klopft der Nachbarsjunge an die Tür und übergibt ihm einen Blumentopf mit Samen. Um die soll Larsson sich während dessen Ferien kümmern. Das hätte ihm gerade noch gefehlt. Doch mit dem Aufblühen der Samen lässt Larsson endlich wieder Licht und Freude in sein Leben und eine wunderbare, generationenübergreifende Freundschaft beginnt. Bilderbuchmagie für junge Buchliebhaber. So, 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 so schön. Guck mal, ich will euch nur mal so ein bisschen was von den Bildern zeigen. Guck mal, wie schön das ist. Guck mal, wie wunderschön das ist. Hier ist mein Lieblingsbild. Wie toll, oder? Ja. Dann haben wir dieses Buch hier, Die kleine Maus und die große Mauer von Britta Teckentrup. Die große Mauer hat es schon immer gegeben. Niemand wusste, warum sie da war. Nur die kleine Maus fragte sich eines Tages, was wohl hinter der großen Mauer liegt. Was passieren kann, wenn man mutig ist, seine Ängste überwindet und sein Herz öffnet. Das zeigt uns dieses poetische Bilderbuch. Für mich ausschlaggebend, mutig sein, Ängste überwinden, Herz öffnen. Das sind so gerade so die Themen bei Vince, mutig sein, Ängste überwinden. Und das ist ganz, ganz süß gemacht. Genau, aber das ist so ein klassisches Buch, was es mal zwischendurch einfach mal so neu gibt. Also sowas gibt es bei mir. So, dann haben wir dieses hier. Das ist auch perfekt, das ist für Svea. Der Titel sagt es, glaube ich, schon. Der kleine Trotzdrache. Zwei drachenstarke Bilderbuchgeschichten. Ja, naja, Svea wird im März 3. Ne? Wir sind jetzt in der klassischen Trotzphase einfach drin, die aber absolut human. Jetzt habe ich. Also die Trotzphase fällt absolut human aus. Ich glaube, da war Vince auf andere Art und Weise. Auf andere Art und Weise. Die haben beide unterschiedlich getrotzt. Nichtsdestotrotz fand ich das natürlich eine tolle Idee mit dem Trotzdrachen. Gefühlschaos und Wutausbrüche. Kinder haben es in der Trotzphase manchmal ganz schön schwer und ihre Eltern auch. Zwei Bilderbuchgeschichten vom kleinen Drachen Fauchi zeigen liebevoll, wie er lernt, mit seinen Gefühlen umzugehen. Weil darum geht es ja jetzt. Und das ist auch etwas, was jetzt unsere Aufgabe von uns Eltern ist in dieser Trotzphase, den Kindern zu zeigen, wie man mit diesen Gefühlen umgehen kann, was das überhaupt für Gefühle sind. Und da gibt es halt die zwei Geschichten. Das eine ist der kleine Trotzdrache. Fauchi ist ein zufriedener kleiner Feuerdrache. Doch eines Nachts schleicht sich das Trotzmonster in seine Höhle. Von nun an flüstert es ihm andauernd merkwürdige Dinge ins Ohr und plötzlich ist alles ganz anders. Fauchi nörgelt, er ist wütend und beginnt ständig Streit mit anderen, obwohl er sich dabei nicht wirklich wohlfühlt. Doch am Ende erkennt Fauchi, ich weiß selber, was ich tun muss und verjagt das kleine Trotz. Und die andere Geschichte, das ist der kleine Angstdrache. Fauchi ist ein vorsichtiger kleiner Drache.
Auf dem Spielplatz hat er Angst, vom hohen Klettergerüst zu fallen, und in die dunkle Ritterburg traut er sich auch nicht sofort. Die Angst kriecht einfach immer wieder in ihm hoch. Doch schließlich erkennt Fauri, jeder hat mal Angst. Und manchmal macht die Angst auch mutig. Also Angst ist bei meinem kleinen Kind kein Problem. Die hat einfach mal vor nichts Angst. Ist aber übrigens auch sehr, 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 sehr schön gestaltet. Super, super schön. Und das ist jetzt auch wieder so ein klassisches Buch. Für mal so zwischendurch. Genau. So, weiter geht es. Und zwar mit diesem tollen, großen Buch. So viel leben die Tiere unserer Erde. Also das ist wieder ein klassisches Buch für Vincent. Der steht auf sowas total. Und hat man halt hier. Hier geht es zum Beispiel um Bären, ganz klassisch. Und hier um Affen und dann, wie die verschiedenen Affen halt heißen. Also der mag sowas total. Und der kann sich sowas auch tatsächlich sehr, sehr gut merken. Hier hat man Papageien. Und hier die verschiedenen Schlangenarten und Schmetterlinge. Richtig, richtig schön. Ich mag sowas sehr, sehr, sehr gerne. Weiter geht's mit diesem Buch. Das ist Frieda furchtlos lädt zum Tee. Das ist schon einmal mal so, so süß gemacht. Frieda furchtlos lebt in einem Häuschen am äußersten Rande des Waldes. Solange sie denken kann, wohnt sie dort ganz allein. Und sie fürchtet sich vor nichts und niemandem. Wirklich? Eine herrlich lustige Geschichte über furchtlos sein, furchtlos bleiben und furchtlos werden. Auch super, super, super schön. Guckt mal. Schön, dass gestaltet ist. Oh. Also ja, das ist zum Beispiel ein Geschenkbuch, ein Verschenkbuch, ein Buch, was ich verschenken werde. Dann haben wir hier das hier. Ich erzähle dir die Welt. Naturgeschichten ohne Worte. Naturgeschichten ohne Worte. Jeden Tag aufs Neue erzählt uns die Natur viele große und kleine Geschichten. Eine Blume erblüht, Leben beginnt und endet. Jahreszeiten und Wetterlagen beeinflussen, was in der Natur um uns herum geschieht. Kate McLellans atmosphärische Bildwelten entführen uns in verschiedene Lebensräume und zeigen die Schönheit und Artenvielfalt ihrer Tier- und Pflanzenwelt. Von der Wiese vor unserer Haustür über die Weiten des Ozeans bis zur Steppe am anderen Ende der Welt. Sie erzählen die Welt ganz ohne Worte. Mit kurzen Sachinformationen und Anregungen zum Erzählen am Ende des Buches. Bin ich super gespannt. Also hat man halt hier, ne? Das sind die verschiedenen Bilder, zu denen man dann was erzählen kann. Ich finde die super, super schön gemacht. Hier auch so schön. Und am Ende des Buches hat man dann quasi zu jeder Seite, die man da gesehen hat, nochmal ein paar Informationen, was man sich als Erwachsener im besten Fall im Vorfeld einfach mal durchliest und es dann hierzu entsprechend erzählen kann. Dann das hier. Oh, das ist, glaube ich, mein liebstes Buch aus dem ganzen Paket. Mama heißt dieses Buch. Mama, ein Name, getragen von Milliarden von Frauen, zu allen Zeiten und auf allen Kontinenten dieser Erde. Ein Wort, das Liebe ausdrückt, Zärtlichkeit, Verbundenheit, manchmal Warten, Abwesenheit. Doch wenn sie ihr Kind im Arm halten, sind alle Mamas gleich, nämlich einzigartig. Oh, das ist so, 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 so schön. Und es ist quasi eine Hommage an uns Mütter. Dein erster Schritt, dein erstes Buch, dein erstes Bild. Bald dein erstes Lied, dein erstes Mama, dein erstes Hab dich lieb. Dann dein erster Löffel voll Honig, deine erste Kerze, dein erstes Gänseblümchen. Und später dein erster Witz, dein erster Schwimmzug, dein erster Film. Also, wachst du auf? Wir haben ganz schön viel vor. Also wunderschöne Sprüche und Bilder voll schön. Hier, das finde ich auch schön.
Vampire, Blutsauger, Zeiträuber, Lebensschlucker. Schon wieder habt ihr gesiegt. Dabei war doch gerade alles gut. Ihr wart bereit, angezogen, sauber gewickelt. Hopp auf zu Omi. Ich setze meinen Hut auf, ziehe den Mantel an. Du öffnest ein Auge, kräuselst die Nase, quäkst. Was, hast du etwa Hunger? Schon? Und du auch, natürlich. Ich habe dich gestillt. Dich auch, zwangsläufig. Du bist eingeschlafen. Du dann auch, unweigerlich. Die Zeit, spazieren zu gehen, ist vorbei. Ich bin müde. Dann lächelst du. Du auch, verzaubernd. Ihr habt gesiegt, ihr Babys. Ich bin euch nicht mehr böse. So schön. Und ich liebe, liebe die Bilder einfach dazu. Also, wenn ihr mal einer Mama was ganz Tolles schenken wollt, dann bitte das hier. Dann bitte das hier. So, ich habe noch ganz viele andere tolle Sachen. Und jetzt kommen wir auch zu den Geschenken. Und zwar, das hier wird es als Geschenk geben. Ich weiß noch nicht, ob zu Ostern oder zum Geburtstag. Mein erster Kritzkratz-Block. Cooler Glitzer- und Regenbogeneffekt. So sieht das Ganze aus. Kennt ihr vielleicht noch von früher? Ich habe diese Kratzbilder früher unglaublich gern und viel gemacht. Mit dem beiliegenden Holzstift, so sieht das aus. Also früher war das Kratzding, was man da benutzt hat, was anderes. Wäre nicht für kleine Kinder geeignet gewesen, aber hier ist so ein Holzkratzstift dabei. Kann man wie durch Zauberhand farbige und glitzernde Bilder und Muster auf den schwarzen Seiten erscheinen lassen. Mit vielen Malideen und Vorschlägen für kleine Kratzkünstler ab 3 Jahren. Ich glaube aber, das finde ich cool für Ostern, weil ich finde, das können beide machen. Also das muss ich jetzt nicht einem Kind alleine schenken. Genau das. Dann noch dieses schöne Buch hier. Warum der Elefant einen Rüssel hat. Genau. Auch super schön gemacht. Das ist gar nicht eben. Das ist so ein bisschen haben. Die Nasen von den Elefanten sind seltsam lang und stark und grau. Warum wir sie wohl Rüssel nannten, wer weiß das heute noch genau. 5 fantasievolle Geschichten erzählen mit einem Augenzwinkern davon, wie verschiedene Tiere zu ihren charakteristischen Merkmalen kamen. Ganz, ganz schön gemacht. Guck mal, sind auch die Bilder wieder so unglaublich schön. Genau, so. Und dann haben wir noch etwas für die Erwachsenen, für Mama. Das hier finde ich super, super süß. Das ist Secret Messages, geheime Freundschaftsnachrichten. Das sind 20 Postkarten zum Freikratzen. So sieht das Ganze dann aus. Und ich bin ja ein riesengroßer Fan vom Briefe schreiben und Postkarten verschicken. Und deswegen fand ich das so schön. Man beschriftet halt einfach die Rückseite und schickt es an die Freunde. Und dann kann die das freikratzen. Voll schön! Und dann das hier. Das Leben ist jetzt Wunschkarten zum Aufstellen. Also man hat hier so einen Holzständer und da kann man dann die verschiedenen Karten so reinstellen, reinklicken. Kann sich da jeden Tag zum Beispiel eine neue aufstellen, wenn man das möchte. Hier steht zum Beispiel Think happy, be happy, plane ein Wunder, sei realistisch, plane ein Wunder, träum mal drüber nach. 20 wunderschöne Karten mit Goldfolie und Holzständer aus Buchenholz zum Aufstellen, Verschicken oder Weiterschenken. Gute Laune für jeden Tag. Karte auswählen, einstecken, am Lieblingsplatz aufstellen und freuen. Genau, das war es dann auch mit diesem Paket. Und jetzt packen wir das größte Paket aus. Und zwar ist das das Paket mit den Spielsachen. So, ich habe jetzt alles ausgepackt und mir hier hingestellt. Und zwar ist das mein erstes Paket vom Toy Fanclub. Das hatte ich euch ja schon mal erzählt, dass ich mit denen jetzt kooperiere und da immer mal wieder große Spielzeugpakete zugeschickt bekomme und euch dann einzelne Sachen davon nochmal ein bisschen detaillierter vorstelle. Ich zeige euch jetzt erstmal wirklich ganz grob nur, was in dem Paket drin war. Wenn ihr spezielle Wünsche habt, wenn ihr sagt, okay, das möchte ich gerne mal im Detail sehen oder so, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Wir starten mal mit dem hier, da freue ich mich nämlich auch schon sehr drauf. Das sind Stempel und zwar solche Soft-Stempel. Das seht ihr hier oben, die sind schön groß. Das heißt, hier oben ist so ein Griff zum Anpacken. Hier unten ist auch das Stempelkissen mit dabei. Das fand ich super toll, dass ein Stempelkissen mit dabei ist. Wisst ihr, wie oft es Stempel zu kaufen gibt?
ohne Stempelkissen. Genau, und das sind drei verschiedene Stempel. Hier ist zum Beispiel ein Pferdchen drauf und mit dem entsprechenden Stempelkissen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist natürlich ein Geschenk für Svea. Dann haben wir von Art und Fun Creative ein Knetset. Also Kneten ist bei uns ja wirklich sehr, sehr, sehr beliebt. Und hier kann man jetzt verschiedene Sachen kneten, damit machen. Hier kann man sich die Eisrolle zum Beispiel da so selber machen. Hier sieht man das dann nochmal. Und sich das Eis da so auftüten. Hier sieht man, was alles drin ist. Hier das Gerätchen da. Die Eisbehälter hier zum Eisformen, der Eislöffel quasi. Dann möchte ich mal ausprobieren, ob Svea an sowas Interesse findet. Ich habe die früher geliebt. Bei uns hießen die allerdings anders. Wie hießen die bei uns? Shellys. Meine Schwester und ich, wir hatten Trillionen Shellys und allen möglichen Schnickschnack da dazu. Ich bin gespannt, wie Svea das so findet. Das ist jetzt von AV Love. Und ich habe jetzt hier mal einfach so eine kleine genommen. Da gibt es halt auch unwahrscheinlich viele verschiedene. Und die hat eine kleine Kamera. Und werde mal gucken, wie ihr das so gefällt. Die ganzen Spielsachen sind übrigens von Simba. Aber ich werde versuchen, die euch alle in der Infobox zu verlinken. Dann haben wir ein neues Puppenset. Das ist Laura Hungry. Und zwar ist hier eine Puppe dabei. Was haben wir noch? Ein Fläschchen ist dabei, ein Schnuller ist dabei, ganz, ganz wichtig. Ein Schnuller ist dabei und ein Essensset ist noch mit dabei. Genau, die kann man nämlich füttern, die Laura Hungrig, Löffel und Fläschchen. Ab 2 Jahren ist es geeignet. Kümmer dich um mich wie um ein echtes Baby. Niedliche Puppen, lebensechte Funktion und Zubehör animieren zum fantasievollen Spiel. Da bin ich schon sehr gespannt, wie Svea ihre Laura finden wird. Und dann haben wir noch was für Vince. Und zwar... Das sind PJ Masks, Pyjama-Helden. Und das ist ihr Hauptquartier. So sieht das dann aufgebaut aus, da oben. Ja, aufbauen, das wird wieder ein Hit für mich. Ach, hier sieht man das auch nochmal. So mit Fahrstuhl und Rutsche und Gedöns. So sieht das dann aus. Genau. Und es ist einmal das Katzending. Es gibt Gecko, Eulette und das Catcar ist jedenfalls mit drin. Und dann haben wir aber hier nochmal alle drei mit ihren Fahrzeugen nochmal zusammen. Macht auch mehr Sinn als mit nur einem Fahrzeug. Ist halt nur eins drin, ne? Gibt es halt dann das Set doch mal dazu. Genau, das war's. Das muss ich jetzt alles irgendwie aufräumen und in meiner Wohnung verstauen. Also wie gesagt, wenn euch ausführlich nochmal eins der Spielzeuge speziell interessieren würde, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne nochmal. Ansonsten entscheide ich dann, welches ich nochmal im Detail vorstellen möchte. Ich hoffe, dieses ganz klassische Oldschool-Unpacking hat euch gefallen. Wenn ihr sowas öfter sehen wollt, dann schreibt mir das auch sehr, sehr gerne in den Kommentaren, wenn ich das auf diese Art und Weise einfach gerne mal machen soll. Ich habe jetzt keine Ahnung, ich glaube, es ist ein relativ langes Video geworden. Ich hoffe, ihr habt trotzdem bis zum Schluss geschaut und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!